Und nun kommen wir also zur Formatierung des eigentlichen Textes. Zunächst einmal geht es um die Gestaltung der Schrift. Du hast jeweils über dem eigentlichen Text farblich abgehoben und kursiv gedruckt die Vorgaben, die für diesen Text gelten sollen. Bitte lies diese sorgfältig und achte darauf, dass du nichts vergisst. Zu Beginn wird immer die Schriftart, die Größe und der sogenannte Schriftschnitt erwähnt. Also der Schriftschnitt heißt zum Beispiel, ob es fein, normal oder fett gedruckt ist, ob es kursiv oder eben aufrecht gedruckt ist und so weiter. Ja, beginnen wir mit dem Titel. Der hier soll Helvetica Neue sein. Du siehst, ich habe hier zweimal die Möglichkeit, die Schrift zu ändern. Bei mir ist die Formatierungspalette eben auch noch eingeblendet. Die nimmt zwar ein bisschen viel Platz weg, ich schätze sie vor allem, weil ich da eben diese Vorgaben der vorgegebenen Formatvorlagen habe, aber im Moment bräuchte ich sie eigentlich nicht. Die Schriftart also hier in dieser bei mir doch ziemlich langen Liste, Helvetica Neue Fit. Die Größe ist 14 Punkt. Der Text hingegen, der ist, wie man hier sieht, in Palatina 11 Punkt gesetzt. Palatina ist eine sogenannte Serifenschrift. Ich zeige dir gleich, was ich damit meine. Eine Serifenschrift hat jeweils am unteren Rand des Buchstabens sein Füßchen. Diese Schriftart wird vor allem bei sehr langen Texten verwendet, in Zeitungen beispielsweise, weil eben die Buchstaben sich stärker unterscheiden und deshalb die Leserlichkeit vor allem bei langen Texten eben besser ist. Palatina ist eine von ganz vielen, die Times ist wohl die bekannteste, aber vielleicht auch die langweiligste darunter. Ja, und das machst du für alle diese weiteren Texte. Hier ist der Titel die Gilson, 14 Punkt und Fett. Hier habe ich sogar zwei, da muss man sich dann halt jeweils entscheiden. Und der Text ist ebenfalls Gilson, aber nur 11 Punkt. Du siehst, wenn du eine Schrift einmal ausgewählt hast, musst du nicht mehr ganz nach unten dem Alphabet entlang rasen, sondern sie ist dann schon im oberen Bereich in dieser Liste drin. Und 11 Punkt. Ja, und den Rest lasse ich dich selber erledigen. Mittlerweile habe ich auch den letzten Abschnitt erledigt. Hier kommt die Eurostyle zum Zug. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung zur Gestaltung. Du siehst, der Titel ist nie unterstrichen. Vermeide das immer möglich. Wenn du schon eine Linie unter dem Titel willst, so verwendest du am besten eine Absatzlinie. Wie das funktioniert, werde ich dir in einem nächsten Film erklären. Und die Schriftgröße des Textes ist in diesem Fall jetzt 10 Punkt. Meist reicht das bei weitem. Alles, was größer ist, wirkt oft einfach nur grob. Je nach Verwendungszweck kann es mal Sinn machen, eine größere Schrift zu verwenden, beispielsweise wenn der Text auch von größerer Distanz lesbar sein soll, aber für einen Brief oder einen schulischen Text reicht 10 Punkt als Schriftgröße bei weitem. Dann würde ich allerdings den Zeilenabstand etwas größer wählen. Wie das geht, siehst du gleich im nächsten Film.